Ja, ich kann jetzt anfangen. Der folgende Text ist in Anlehnung an meinen Text Der verrückte Wissenschaftler von vergangener Halloween-Lesung entstanden und war als Textbeitrag für die diesjährige Lesung dieser Art gedacht. Grassierte nicht eine Seuche unter uns. So ganz lassen wir uns doch aber doch nicht von ihr unterkriegen. Da eben erwähnte Halloween-Lesung allerdings erstens bereits ein Jahr zurückliegt, es zweitens keine Aufzeichnung davon gibt und drittens das damalige Publikum nicht mit dem aktuellen übereinstimmt, kann ich den Inhalt meines verrückten Wissenschaftlertextes beim besten Willen nicht als bekannt voraussetzen. Da folgt ein kurzes Zitat über die Stelle, die für mich als Stein des Anstoßes zu diesem Text diente. Der geradezu prototypische verrückte Wissenschaftler, der wiederum seinen Ursprung in den Geschichten über verrückte Alchemisten à la Faust hat, ist der Schweizer Student Viktor Frankenstein, der Protagonist von Mary Shelleys erstmals 1818 erschienenem Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus. Ja, wer kennt sie nicht, die Geschichten über verrückte Alchemisten? Oder anders gefragt, wer kennt sie? Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Pendant scheint mir dieser Archetyp nämlich ganz schön obskur und in Vergessenheit geraten zu sein. Wenn man der englischsprachigen Internetseite TV Tropes, die sich enzyklopädisch mit allerlei narrativen Elementen von Fiktion und Medien befasst und von der ich überhaupt erst vom Archetyp des verrückten Alchemisten weiß, Glauben schenkt, dann sind ja Faust und Frankenstein die letzten namhaften Vertreter dieser Tradition. The inspiration for both Mary Shelley's novel Frankenstein and the adaptions which distorted Frankenstein himself into a mad scientist came from a much older literary and popular tradition about mad alchemists and their blasphemous yet entertaining obsessions with the creating of homunculi and the secrets of eternal life. The most well-known remnant of the old mad alchemist trope today is the Faust myth, and its literary adaptions in Marlowe's Dr. Faustus and Goethe's Faust. Weiter heißt es im Text, Frankenstein sei mit den melodramatischen Theateradaptionen des 19. Jahrhunderts stets als wahnsinniger, verrückter Alchemist dargestellt worden. Diese Darstellungstradition reicht bis zur ersten Verfilmung des Romans, einem Stummfilm aus dem Jahre 1910, in dem das Monster als Homunculus in einem Kessel erzeugt wird. Da der genaue Herstellungsprozess im Roman bewusst offen gelassen wird, spielt es keine wesentliche Rolle, ob das Monster nun mittels Alchemie in einem Kessel geschaffen oder, wie in James Whales Film-Adaption aus dem Jahre 1931, aus zusammengeflickten Leichenteilen mit Stromstößen belebt wird. Dieser stark fließende Übergang zwischen Alchemist und Wissenschaftler im obigen Beispiel veranlasst mich, gemeinsam mit weiteren Beispielen zu der Frage, inwieweit sich der Archetyp des verrückten Alchemisten von dem des verrückten Wissenschaftlers unterscheidet, ob es da überhaupt Unterschiede gibt oder es sich einfach nur um einen veralteten Vorläufer mit anderen Namen handelt. Wollen wir dazu doch erst einmal klären, was ein verrückter Alchemist überhaupt ist. Alchemisten dürften meistens ein Begriff sein. Da stellt man sich gerne mal einen Gelehrten aus dem Mittelalter oder der Renaissance vor, der in einem Labor in einem steinernen Kellerraum über seinen Büchern sitzt oder mit irgendwelchen Flüssigkeiten in zu erhitzten Gläsern experimentiert, auf der Suche nach dem Stein der Weisen, auch Elixier genannt, oder ein künstliches Menschlein, einen sogenannten Homunculus, kreiert. Auch andere mit der Alchemie zusammenhängende ikonische Begriffe wie die Elementenlehre, die Transmutation von Metallen, insbesondere von Blei zu Gold, die Tabula Smaragdina, die Panazee, der Uroboros und so weiter, kommen wahrscheinlich vor unserem geistigen Auge zum Vorschein. Meinem ersten Eindruck nach handelt es sich hierbei vorrangig um das verklärte Bild eines Wissenschaftlers an die Ästhetik der oben genannten früheren Epochen angepasst. Eine Google-Suche unter dem Begriff Mad Alchemist bestätigt soweit meine Annahme. Die meisten oberen Suchergebnisse zeigen Leute in Laborkitteln mit Reagenzgläsern, warum auch immer. Ich sah da zum Teil nicht einmal Unterschiede zu den gängigen Darstellungen für verrückte Wissenschaftler. In anderen Fällen wiederum hatte ich den Eindruck, die mit der Alchemie charakteristischen Symbole seien hier lediglich als Dekoration, als Einfärbung beigefügt worden.
Worauf ich allerdings mit der Suche nach verrückten Alchemisten ebenfalls hinaus wollte, war die Frage, ob es von diesen als veraltet geltenden Archetyp auch moderne Vertreter gibt. Besonders auffällig war hierbei natürlich der Charakter Mad Alchemist aus dem 2016 erschienenen Videospiel Salt and Sanctuary. Ich kannte weder das Spiel noch den Charakter und habe mir daher ein Video mit dem Bosskampf gegen ihn angesehen. Sein Gebrauch von mit Flüssigkeiten gefüllten Waffen sowie seine Pestarztmaske erinnerten mich an einen anderen Videospielcharakter, mit dem ich mich wesentlich besser auskenne. Die Rede ist von Plague Knight aus dem erstmals 2014 erschienenen Spiel Shovel Knight. Der gleichnamige Protagonist ist ein Ritter, der als Waffe eine Schaufel benutzt und gegen die feindlichen Ritter des Order of No Quarter, zu Deutsch Orden ohne Gnade, kämpft. Einer dieser Ordensritter ist eben dieser Plague Knight, ein wahnsinnig wirkender, aber kompetenter und gefürchteter Alchemist, der sich hinter einer grünen Kutte mit einer grünen Pestmaske verbirgt und nach seinem Motto »The bigger the explosion, the better the alchemist« im Kampf vorzugsweise mit explosiven Flüssigkeiten wirft, sowie seine Dialoge mit Wortspielen über Bomben und Explosionen schmückt. Man trifft ihn am Ende seines riesigen Alchemielabors, das Explodatorium, an, aber insgesamt sind die Anspielungen zur Alchemie eher schwach gesät und von rein dekorativer Natur. Er vertritt im Grunde den Archetyp eines verrückten Wissenschaftlers in einem Fantasy-Setting, damit er aus irgendeinem designtechnischen Grund nicht sein Zauberer wurde. Somit erfolgt die Übertragung zu einem Alchemisten. Weil bis auf wenige Ausnahmen fast alle Ritter in dem Spiel ihr Gesicht verbergen, sei es hinter verschiedenen Helmen oder Masken, wurde ihm wohl aufgrund wissenschaftlicher Assoziation eine Pestmaske gegeben und der Trend in Videospielen, Alchemisten mit Pestärzten zu kombinieren, war geschaffen. Das eben erwähnte jüngere Salt and Sanctuary hat neben dem Endgegner Mad Alchemist auch Alchemisten als reguläre Gegner, die ebenfalls Pestmasken tragen. 2015, ein Jahr nach dem ersten Shovel Knight-Titel, rückwirkend Shovel of Hope genannt, erschien der Titel Plague of Shadows, in dem man das Abenteuer aus der Perspektive von Plague Knight spielt. Dieser hat dort nämlich seine eigene Agenda. In heimlichem Untergrund hat er sich ein zweites Geheimlabor, das Potionarium, eingerichtet, um an einen ultimativen Trank zu kommen, der ihm sehr große Mächte verleiht. Für diesen Trank braucht er die Essenzen unter anderem der anderen Ritter des Ordens, weshalb er sich diesem überhaupt in erster Linie angeschlossen hat. So wurde ganz bequem ein Grund für das Spiel geliefert, mit Plague Knight gegen seine eigenen Kollegen kämpfen zu müssen und damit die Bosskämpfer aus dem ersten Spiel recyceln zu können. Nichtsdestoweniger hat die Idee, einen ultimativen Trank zum Machtgewinn zu brauen, was durchaus als alchemistisch anmutendes. Es erinnert an das große Ziel der Alchemie, durch Weisheit, Forschung und Suche an den mächtigen Stein der Weisen zu kommen, mit dem das Stadium alchemistischer Perfektion erreicht ist. Auch die Idee, ohne große Mühe Gold herstellen zu können, in dem Fall aus sägespähten Mäuseschädeln, und deshalb keinen Wert darin zu sehen, wer dort scherzhaft in einem Dialog zwischen Plaguey und seiner Assistentin Mona aufgegriffen und spiegelt die Einstellung der historischen Alchemisten zu den Themen Gold und Goldherstellung wider. Plague Knights Hauptcharakteristik, Bomben und Explosionen, haben in dem Ausmaß jedoch keine Basis in der Alchemie, so logisch dies auch zuerst klingen mag, dass sich bei der Alchemie um den Vorläufer der Chemie handelt. Diese Charakteristik hat eher mit der Entwicklungsgeschichte von Shovel Knight zu tun, der zufolge Plague Knight ursprünglich als Sprengstoffexperte namens Dinah Knight konzipiert war, bis er designtechnisch an das mittelalterliche Fantasy-Thema des Spiels angepasst wurde. Und zwar wie oben erwähnt als Kombination aus Alchemist und Pestarzt, der nebenbei übrigens nichts mit dem Mittelalter zu tun hat. Insgesamt handelt es sich bei Plague Knight aber dennoch um einen verrückten Wissenschaftler mit anderem Namen, der oberflächlich mit ein paar Attributen als eines Alchemisten dekoriert wurde. Ich habe ja oben nebenbei den Zauberer erwähnt, einen Archetyp mit übernatürlichen Kräften und einem Hang zu Tränken, der in sehr enger Verbindung mit dem Fantasy-Genre steht. Bereits in meiner Abhandlung zum verrückten Wissenschaftler ging ich darauf ein, wie die Grenzen zwischen Magie und jedenfalls verrückter Wissenschaft mehr als fließend, ja praktisch kaum zu unterscheiden sind, weshalb sich in Bezug auf Fiktion mehr oder weniger mit Sicherheit sagen lässt,
dass der böse Zauberer und der verrückte Wissenschaftler miteinander recht identisch sind und ihre Verwendung eher eine Frage des Genres ist. Der Zauberer im Fantasy, der verrückte Wissenschaftler im Science-Fiction und im Horror-Genre. Wo passt der verrückte Alchemist rein? Ist er einfach der Durchschlag einer der beiden Archetypen, um für Abwechslung zu sorgen? Oder vielleicht eine Art Bindeglied, ein Zwischenstadium? Historisch betrachtet stand der Alchemie immer schon zwischen Okkultismus bzw. Zauberer einerseits und dem damals aktuellen Stand der Naturwissenschaften andererseits, insbesondere der aus ihr entstandenen Chemie. Wenn man Alchemisten mit wenigen Worten beschreiben müsste, dann wären dies Naturwissenschaftler mit einem deutlichen Hang zum Mystischen. Da sich deine Welt der Fiktion allerdings Magie und Wissenschaft sehr häufig ineinander übergehen, ist es nicht gerade verwunderlich, dass der Alchemist da keinen wirklichen Platz zu haben scheint. Wenn bereits die Zauberer und verrückten Wissenschaftler die wesentlichen Eigenschaften des Alchemisten in sich vereinigen, wie will dieser sich da noch bemerkbar machen, außer mit den Alchemie-Schlagwörtern als Attributen? Ich habe die japanische Serie Full Metal Alchemist bisher weder gelesen noch mir angeschaut, aber nach dem zu urteilen, was ich davon gehört habe, könnte die Serie auch genauso gut in einem Fantasy-Setting mit Zauberern oder als Sci-Fi mit verrückten Wissenschaftlern spielen, weil sich dort die Alchemie abseits ihrer dekorativen Aspekte nicht von Magie unterscheidet. Dieses Phänomen kommt sogar so häufig vor, dass die oben genannte Seite TV Tropes ihm den Namen Alchemy is Magic gegeben hat und unter dem gleichnamigen Artikel eine ganze Reihe solcher Beispiele nennen kann. Denken wir da mal an die Schlümpfe. Papa Schlumpfs Lehrling, im Deutschen der Zauberschlumpf, heißt im französischen Original Strumpf-Magicien, im Englischen hingegen Alchemist-Smurf. Oder wie ist es mit dem Erzfeind der Schlümpfe, dem bösen Zauberer Gargamel? Er ist ja hauptsächlich deshalb hinter den Schlümpfen her, weil er 6 Stück von ihnen als Zutaten für den Stein der Weisen braucht, um nach Belieben Gold erschaffen zu können. Seinem Zauberkessel erschaffene lebende Schöpfung, die Schlumpfine, ist ebenfalls de facto ein Homunculus in all but name. Trotzdem kommt in der Regel niemand auf die Idee, Gargamel einen Alchemisten, geschweige denn einen verrückten Alchemisten zu nennen. Noch kurioser finde ich das mit Papa Schlumpf. Dieser erfüllt nämlich verschiedenste Kriterien, um Zauberer, Alchemist oder Wissenschaftler genannt zu werden, aber wurde er jemals mit auch nur einem dieser 3 Begriffe betitelt? Ja. Mir läuft die Zeit davon und ich habe nicht einmal die Oberfläche dieses Themas ankratzen können. Ich hätte noch einen Haufen weiterer Beispiele und auf jeden Fall habe ich den Umfang dieses Datenmaterials sträflich unterschätzt. Doch hat das Stadium dieses Textes als Work in Progress in all seiner Unvollständigkeit und geringen Struktur nicht auch etwas urtümlich Alchemistisches? Denn schließlich war auch der Stein der Weisen im Wesentlichen ein Symbol für die lebenslange Suche nach vollkommener Erkenntnis, wo deren Erreichen das eigene Werk immer zwangsläufig unfertig, unvollständig, unbefriedigend sein muss. Ich werde meine Recherchen zum verrückten Alchemisten auf jeden Fall fortsetzen, um dem Stein der Weisen immer näher zu kommen. Wenn Interesse besteht, werde ich an die neuen Früchte meiner Erkenntnis in einer deutlich besseren Version dieses Textes in der nächsten oder übernächsten Lesung zum Besten geben. Bis jetzt verbleibe ich aber bezüglich des verrückten Alchemisten bei folgendem Zwischenstand. Der verrückte Alchemist ist der Vorläufer des verrückten Wissenschaftlers, bis er zwecks Anpassung an die wissenschaftlichen Neuerungen der industriellen Revolution von diesem abgelöst wurde. Eine Wiederbelebung des Archetyps wird wohl nicht mehr stattfinden, weil sich Magie und Wissenschaft in der Fiktion ohnehin nicht wirklich voneinander unterscheiden und sich der Alchemist daher nicht als Zwischenglied zwischen diesen beiden Kategorien hervorheben kann. Kommen in der Fiktion Alchemisten vor, unterscheiden sie sich kaum von Zauberern und Wissenschaftlern, bis auf die für die Alchemie ikonischen Attribute, die aber, soll es den Anschein, meistens allenfalls einen rein dekorativen Charakter haben. Danke für eure Aufmerksamkeit.